So, Freunde der Sonne. Hier sind wir. Ich guck noch mal an, was die Waffen angeht. Wir haben ja beim letzten Mal, sind wir hier stehen geblieben. Also ich könnte mir denken, dass hier gleich ein größerer Gegner kommt. Wir werden uns auf jeden Fall noch Schrotmunition machen. Schockbolzen. Na. Ja, das könnte ich mir auch mal suchen eigentlich. Dann machen wir halt mal ein bisschen Pistolenmunition, okay. Wir sind soweit gut ausgerüstet, also wenn man es verkackt, bin ich dran schuld. Naja, wir gehen einfach mal rein. Das muss der Emitter sein. Ganz böse Geräusche hier. Überall Kameras. Hier, das sammle ich schon rein. Das sind ganz komische Geräusche, Freunde. Dass die Dings hier so tief hängen, das möchte ich einfach nicht. Wir sind ja nicht doof, wir gucken hier erst durch. Na gut. Scheint der. Oh, da hängt was. Was haben wir hier? Voll. Eine Nase. Gucken wir uns mal den. Ah, Emitter. Autorisierung erforderlich. Bitte ein autorisiertes Terminal verbinden. Ja, das habe ich. Terminal? Das muss dieser Kommunikator sein. Steck's rein. Neustartsequenz eingeleitet. Was zum Teufel geht denn hier ab? Schicken Satelliten ins All. Ja, war ein bisschen spät. Sie haben so lange nach mir gesucht. Also hier bin ich. Wer sind Sie? Aber Moment. Sie suchen nicht mich. Nein. Sie suchen das Mädchen. Ich sollte beleidigt sein. Aber wie könnte ich? Sie sind nicht der Einzige, der ihre Macht will. Es gibt noch jemanden, wesentlich würdiger. Er kann mich auf unvorstellbare Weise belohnen. Tut mir leid, aber sie wurden überboten. Sie strahlen Furcht aus. Wunderschön, aber noch unvollendet. Ich bin Stefano. Grüß dich, mein und Hunde. Sie sind jetzt mein Kunstwerk. Komm hin, dann freu dich doch auf. Verdammter Wichser! Oh ne, was ist das? Was ist das? Starten meine wunderschöne Obscura. Neustartsequenz eingelassen. Sequenz in 90 Sekunden abgeschlossen. Das Ding stoppt die Aktivierung des Emitters. Okay. Ich hab etwas anderes bekommen. Junge, was soll ich machen? Ich muss nur durchhalten, bis der Emitter startet. Sequenz in 80 Sekunden abgeschlossen. Sequenz in 70 Sekunden abgeschlossen. Komm runter, du Schlampe. Mehr. Hä? Was ist das für?
können wir mal ein bisschen hier gucken. Sequenz in 60 Sekunden abgeschlossen. Sequenz in 50 Sekunden abgeschlossen. Sequenz in 40 Sekunden abgeschlossen. Das Ding verstehe ich einfach nicht. Tut mir leid. Zeig dich, Schlampe! Da ist er. Aha. Defekt habe ich dich immer. Sequenz in 30 Sekunden abgeschlossen. Okay. Sequenz in 20 Sekunden abgeschlossen. Ich denke mal, einmal muss ich sie noch treffen. Ich muss direkt die Kamera treffen. Sequenz in 10 Sekunden abgeschlossen. Das jetzt nochmal so 0,3 Sekunden vorher. Oder so. Stabilisierung abgeschlossen. Du hast deinen Auftrag leider nicht erfüllen können. Was ist hier? Alter Schwede, Junge. Ich will meinen Gel dafür haben. Gut. Mein Arsch ist gerettet. Aber was soll ich als nächstes tun? Wenn er weg ist, hat er Lily nicht hier gelassen. Wohin hat er sie gebracht? Ich sollte Kidman davon berichten. Du sagst ja nichts. Mist. Vielleicht kriege ich draußen ein Signal. Natürlich. Also anscheinend hat der Stabilisator funktioniert. Aber das erklärt noch nicht, wo ich hin muss. Was haben wir hier? Das sieht aus wie Scheißpulver. Eigentlich meine skilligen Harpunenschüsse gesehen. Schockuse, wie gewisse YouTuber jetzt sagen würden. Halt. Eine Akte. Hier könnt ihr wieder lesen, wenn ihr Bock habt. Geht das nicht schneller? Heroin. Unglaublich, dass diese Mistkerle Lily als eine Art Versuchskaninchen benutzt haben. Und dann so dreist sein, mich zu schicken, um ihr Chaos zu beseitigen. Wie ein richtig kranker Scherz. Tja, das ist das Leben, mein Bruder. Ich fühle dich. Aber was willst du machen? Das Leben fickt einen immer wieder, Alter. Richtig behindert diese Leute, Alter. Nee, 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 nee. Das...
Stirb! Ich will ja nicht wissen, wie viel ich davon schon übersehen habe. Schön, Juden, doch! Wie passiert das hier nicht? Verdammt! Der Mistkerl hat Lilly immer noch. Ja, jetzt ruf mal deine Kidmen da an. Und jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Wir haben den Kontakt mit dem Marker wiederhergestellt, Agent Kidman. Wurde auch Zeit. Stellen Sie ihn durch. Ich weiß nicht, irgendwie lädt das Sebastian? Komisch, ne? Sebastian, bist du da? Kidman. Endlich. Alles in Ordnung? Dieser Psycho läuft hier immer noch frei rum. Der Emitter scheint ihn verlangsamt zu haben. Aber er ist entkommen. Und er hat Lilly. Sie hat bestimmt schreckliche Angst. Ich muss sie finden, bevor er ihr etwas Furchtbares antut. Ich bin so nah dran. Ich kann es spüren. Focus yourself, wir wollen sie genauso sehr Sebastian. Wie du, Sebastian. Nee, der heißt nicht Sebastian. Natürlich. Euer wichtiges Experiment soll ja bloß nicht fehlschlagen. Das sieht aus. Es wäre eine Tragödie, all die Zeit und das Geld zu vergeuden. Ich habe für mich gesprochen. Nicht für Mobius. Ich habe beim Testen viel Zeit mit Lilly verbracht. Hm. Sie ist ein gutes Kind. Ich will nicht, dass sie leidet. Bitte? Ich weiß, wie schlecht es steht. Aber ich habe Vertrauen in dich. Konzentrier dich auf die Aufgabe, dann können wir sie retten. Jetzt habe ich auch Vertrauen gemeinsam. In dich. Gemeinsam. Ja. Okay, du hast recht. Danke für die Motivation, Kidman. Mach dir keine Sorgen. Jetzt müssen wir herausfinden, wohin noch er sie gebracht hat. Haben? Also im Verlauf er sagte, sein Name wäre Stefano. Alles Fragen, die Stefano. Ich mir stelle. Verstanden. Ich schaue, was ich herausfinden kann und schicke es dir dann. Okay. Wie lange ich muss er denn mal in diesem Wasser drin vorbei. Sein? Der muss ja übelst schrumpelig sein. Vielleicht kann er mir helfen, diesen Psycho zu finden. Guter Plan. Sag Bescheid, wenn ich helfen kann. Und... Pass auf Sebastian? Dich auf. Ja? Viel Glück. Danke. Der braucht kein Glück, hat er sie gebracht? Der pumpt den ganzen Tag Contra K und motiviert sich übelst krass. Ich habe es wohl gerade rausgefunden. Er versteckt sich nicht besonders gut. Fast so, als ob er mich verspotten würde. Ich muss wieder seinen Kanal öffnen. Wenn er einen Kampf will, dann kriegt er ihn. Junge. Ich muss nur einen Weg dorthin finden. O'Neill, ich bin's. Ja. Der Stabilisierungsemitter ist also wieder in Betrieb? Ja klar, ich hab's ja richtig. Gefunden haben und zurückkommen. Nein, dieser Irre hat sie immer noch. Aber ich habe eine Idee, wo er sein könnte. Ja, ich sehe es auch. Ich empfange wieder das Signal, aber jetzt kommt es aus dem Theater im anderen Teil der Stadt. Okay. Wieder durchs Mark, schätze ich. Ich brauche vielleicht Hilfe. Definitiv. Bin dabei. Der Emitter scheint dort einige Durchgänge stabilisiert zu haben. Ausgang D5 dürfte am nächsten beim Theater liegen. Ich bin nicht sicher, was Ihnen dort begegnen wird. Passen Sie auf. Mittlerweile überrascht mich gar nichts mehr. Ja, mich aber. Kapitel 6. Die Jagd ist eröffnet, jetzt geht's los. Durchquere den Mark. Wo muss ich denn hin? Hier? Nee. Ja doch. Hinten gibt's auch noch Sinn. Ah ne, das ist bloß Speicher. Naja, dann gehen wir mal hier rein. Sind wir da rausgekommen? Ich glaube schon. Ich sehe das nicht so.
Ja, ich grüße Sie. Bim, 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 bing, bong, bang, bing, ching, chong. Wer kommt denn freiwillig auf die Idee? Ich muss zu Tatjana meiner Maus. Nee, wir gehen erst zu Tatjana und wir speichern dann. Ja. 5700, Junge! Willkommen zurück, Detective. Genau. Ich freue mich immer hier zu sein. Sie kümmern sich immer so gut um mich. Sie sind zurück. Und jetzt wissen Sie, wogegen Sie kämpfen. Er ist mächtig. Und ein kranker Freak. Aber er ist getrieben wie Sie. Oh ja. Und sucht dasselbe. Sie sind einander ähnlicher, als Ihnen lieb ist. Ich bin nicht wie er. Er ist ein Mörder. Sind Sie nicht etwa auch über Leichen gegangen? Ich bin nicht hier, um zu diskutieren. Fangen wir an. Ich habe einiges vor. Der ist immer so böse zu der lieben Tatjana. Die will ihm bloß helfen. Und sie konfrontiert ihn mit der Wahrheit. Wir nehmen das hier unten. Fickt euch. Aber 100 Stück, das ist schon ja nicht so schlecht. Los, lass deine Hunde wieder auf Händen gehen. Junge, so. List. Was haben wir denn hier? Achso, das ist. Ne, das könnte ich machen. Ich kann sowieso nichts mehr. Ich bin dran. Tschüss, Tatjana. So, jetzt speichern wir und dann würde ich auch sagen, machen wir für diese Folge erstmal Schluss. Es ist auch nicht viel passiert, außer dieser lustige kleine Bosskampf. Wir sind aber ein bisschen hinter die Fassaden des jungen Stefano gekommen. Stefano! Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und tschüss!